Sollen wir loslegen? So, willkommen zum Einstieg in die Dschungelentwicklung. Erstmal eine Frage, wie ihr erfahren seid ihr? Was haben wir für Anwendungslevel? Programmiertechnisch. Wer hat schon mal eine Erweiterung geschrieben? Wow, so wenige? Ach du Ich glaube, ich muss meine Slides umschreiben. Deshalb habe ich auch eingeschickt. Ich glaube, das war das Wort. Das ist wie beim Wordpress. Bei Wordpress ist ja auch die Masse an. Okay, welche Erweiterungstypen kennt ihr denn von Joomla? Was hört euch spontan an? Plugins. Komponente. Module. Was könnte man auch? Templates, genau. So, wisst ihr die Unterschiede? Wie erfahren seid ihr in Joomla überhaupt? Sagt euch, was sind Plugins? Kann mir jemand sagen, was ein Plugin ist? Was macht ein Plugin? Genau, intern. Also im Hintergrund laufen die. Sehr gut, ja, richtig. Die laufen im Hintergrund, werden getriggert, werden angetriggert und auch machen im Hintergrund irgendwelche Prozesse. Richtig. Was sind Module? Genau, was machen Module? Also wie werden die angesteuert? Wie bringen sie die Daten auf die Website? Oder was machen sie? Genau. Das heißt, sie zeigen Inhalte auf bestimmten Template-Positionen. Und mit was arbeiten Module generell zusammen? Also wo werden die Daten bezogen? Aus der Datenbank, klar? Genau, Komponenten. Meistens bekommen Module zu den Komponenten. Und Komponenten sind, kann mir das jemand kurz? Genau, das ist quasi eine große Applikation innerhalb von Joomla, genau, richtig. So, also ich habe sie kurz aufgelistet. Genau, also Komponenten sind relativ sehr schön, die werden wir heute auch nicht behandeln. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil muss man zum Beispiel MVC, Model View Controller, verstehen. Da muss man quasi Klassen und wie auch immer, also objektorientiert programmieren können. Und also das ist viel aufwendiger. Deshalb als Einstieg eigentlich eher so kleine Plugins und Module zu schreiben. So habe ich auch damals angefangen und Templates ist eine Sache für sich, da bin ich nicht so firm. Deshalb, ich schreibe eher die ersten drei Erweiterungstypen. Da Plugins wirklich relativ einfach sind, man braucht im Grunde zwei Dateien, um ein Plugin lauffähig zu bekommen. Werden wir heute ein bisschen ein paar Plugins direkter anschauen, genauer anschauen. So, und welche zwei Dateien, könnt ihr euch vorstellen, welche zwei Dateien man braucht? Also generell, welche Datei braucht man immer für Erweiterungen? Die meine Festdatei, wo alle Informationen stehen, zum Beispiel Versionsnummer, welche Parameter, welche Einstellungen, Konfigurationsdatei, die ist immer dabei. Die kann man auch copy-pasten und halt anpassen, wenn man die braucht. Und natürlich die PHP, die Ausführdatei. Die sind, genau, Plugins habe ich jetzt angesprochen. Und wir haben ja in Plugins haben ja verschiedene Typen. Es gibt ja zum Beispiel die System-Plugins. Die werden zum Beispiel immer vom System gesteuert. Das heißt, wenn Joomla quasi die Applikation initialisiert wird, werden Systemplugins immer getriggert. Das heißt, wenn man irgendwas ausführen möchte und sicher gehen möchte, dass der Code auch ausgeführt wird, dann benutzt man ein Systemplugin. Zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel die Content-Plugins oder die User-Plugins. Zum Beispiel, das Content-Plugin wird nur von der Content-Komponente getriggert. Das heißt, es quasi triggert die verschiedenen Funktionen, die Triggerpunkte, die es braucht. Und wenn man zum Beispiel einen Content-Plugin schreibt, um zum Beispiel die Content-Ausgabe zu erstellen, da braucht man zum Beispiel kein System-Plugin, da schreibt man ein Content-Plugin, weil man nur bestimmt, also spezifisch antriggern kann, also die Komponente, die das Plugin ansprechen kann. Genau. Und Plugins arbeiten mit Events, halt Triggerpunkten, das heißt, die werden halt über ein Event, so ein Listener, so ein Dispatcher, und das zeige ich euch, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach und das macht das System sehr flexibel. Man kann zum Beispiel, die Komponente muss natürlich erstmal die Triggerpunkte unterstützen. Wenn die unterstützt werden, da bekommt man Daten in das Plugin, in das eigene Plugin, und man kann die Daten manipulieren und halt manipuliert zurückgeben. Und das ist ganz cool, zum Beispiel, wenn man jetzt im Fall von Content, da kann man zum Beispiel die Ausgabe des Contents manipulieren oder den Titel ändern oder wie auch immer. Man kann alles on the fly quasi machen, ohne die Komponente selber anfassen zu müssen. Also das erweitert das System gravieren. So, genau, darüber haben wir gesprochen. Genau, ich würde gerne ein paar Beispiele zeigen, damit ihr seht, wie man. Also generell zum Ablauf, was ich noch erzählen wollte. Wir werden natürlich nachher noch, wenn wir die Demos durch haben, da zeige ich euch ein paar Best Practices, ein paar Tipps,
wie ihr quasi überhaupt reinkommt, was ihr beachten sollt, wie man überhaupt anfängt, wie man deine lokale Serverumgebung einrichtet. Das machen wir alles im Anschluss. Ich wollte nur kurz so einen kleinen Start haben, damit wir einen Code angucken, weil ich habe ja gesehen, bis jetzt haben sehr wenige überhaupt jemals einen Plan geschrieben. Deshalb sollten wir uns vielleicht ein bisschen Code anschauen, dann wisst ihr, wie das funktioniert, wie der Aufbau ist. Und genau, aber vielleicht zu den Events. Also Planungen werden, wie gesagt, bestimmte Events getriggert werden. Jetzt, das ist jetzt ein Beispiel aus der Cockpit-Komponente. Das kann ich ja nicht hier, kann ich hier mit der Maus? Ich habe ja keinen Laser. Genau. So, das ist quasi, das sind eigentlich im Grunde drei Zeilen, um ein Planung quasi zu triggern. Zum einen den Event-Dispatcher ausführen, dann importiert man sich die Gruppe. Das ist die Gruppe des Plugins, der Content. Das heißt, alle Content-Plugins werden quasi importiert. Und danach triggert man eine bestimmte Funktion hier in der On-Content-Prepare. Und dann übergeben wir halt, was wir gerade für Objekte haben. In dem Beispiel könnten wir zum Beispiel, bevor der Content, also wenn der Content quasi aufbereitet wurde, könnten wir das Objekt übergeben und quasi den Inhalt des Artikels bearbeiten oder optimieren oder modifizieren, wie auch immer. Und das zeige ich euch jetzt mal live, im Live-Beispiel. So. Du hast ja gesagt, ich muss jetzt rüberziehen, gell? Genau. Jawohl. Okay. So, GitHub kennt ihr ja, das Joomla-Projekt liegt auf GitHub, wird über Git verwaltet quasi. Ist ein größer. Größer? Ja. So, und das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, das ist so das typische. Warte mal, was ist verschieden da? Genau. So sieht die Ordnerstruktur von Joomla aus. Und jetzt als Beispiel Plugins. Hier sind die Plugins. Zum Beispiel die anderen Ordner, die werden wir nicht angucken, weil wenn ihr eigene Erweiterung schreibt, dann schreibt ihr zum Beispiel nicht, erinnert ihr nicht am Framework oder so. Also die ganzen Libraries und so, die fasst ihr nicht an. Die benutzt ihr in euren Plugins. Aber was ihr natürlich schreibt, sind in dem Fall Plugins jetzt. So, und diese Plugins sind dann aufgeteilt in die Gruppen. Das heißt, die rechtliche Hierarchiestufe sind die Gruppen. Das heißt zum Beispiel das Capture-Plugin, das sorgt dafür, dass Capture angezeigt wird. Man kann auch ein eigenes Capture-Plugin schreiben. Was ich auch gemacht habe, zum Beispiel eine kleine Rechenaufgabe. Dann macht man das einfach als Capture-Plan und das kann man dann einfach über die globalen Einstellungen quasi aktivieren und dann läuft es halt auf der ganzen Website, auf der Joomla-Website. Wir haben verschiedene Sachen. Jetzt Privacy ist jetzt neu hinzugekommen, das ist die Joomla 3.8. Das sind die System-Plugins, die werden natürlich immer ausgeführt. Da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel suchmaschinenoptimierte Funktionalitäten, Self oder Statistiken oder die Login-Logout-Funktionalitäten, Debug-Modus, Cache. Nennt mir mal ein leichtes Plugin. Highlight vielleicht. Gut, machen wir mal Highlight. So, das ist die Manifestdatei, die müsst ihr mitliefern. Die ist relativ einfach aus der XML-Datei, muss aber valide XML sein, valider Code. Oben seht ihr halt die ganzen Beschreibungen, die Metainformationen. Hier sagt man, welche Dateien mitgeliefert werden. Wenn ihr nur Finance-Plugin angibt, dann müsst ihr die PHP-Datei aufwiesen und dann nimmt voll das und dann zeigt ihr, quasi installiert übernimmt er einen Ordner. Und natürlich die Sprache. Und hier fehlt zum Beispiel komplett die Extension, die Settings. Das ist natürlich kein gutes Beispiel. Es hat gar keine Einstellmöglichkeiten. Machen wir Self. So, hier seht ihr zum Beispiel, so sieht es aus. So, wenn ihr diesen Abschnitt hier drin habt, dann seht ihr, wenn ihr in die Einstellung des Plugins geht, seht ihr dieses unter Parameter. Das heißt, hier kann man zum Beispiel Domain-Label setzen. Was auch immer. So, und so sieht das Plugin der PHP-Code aus dazu. Ein bisschen größer. Ja. Barrierefrei. So machst du Sachen. Also das muss gesetzt werden. Das heißt, damit man die PHP-Datei von außen nicht direkt ansprechen kann. Wenn ich den Pfad angebe direkt, zum Beispiel wenn ich hier eine Sicherheitslücke habe und diese Zeile vergesse, da könnte man direkt die PHP-Datei quasi ansprechen, indem ich in die Adresszeile die PHP-Datei eingebe. Und direkt auf die PHP-Datei kommen und darüber keine Ahnung, irgendwelche Parameter, also Get-Parameter übergebe, die hier nicht irgendwie validiert werden, sowas zum Beispiel. Das heißt, wenn die PHP-Datei über das System getriggert wird, dann ist diese Konstante gesetzt, dann darf es auch ausgeführt werden. Ansonsten werden wir hier das Ding abbrechen. So, die Namenskonvention ist auch immer gleich, das heißt, PHP steht für das Plugin, die schreibt man, die ist immer besetzt. Das System ist die Gruppe. Und wie das Plugin selber heißt, ist das halt im Anschluss. Und alles Cable Case, das heißt Großkleinschreiben beachten. So.
Und das ist jetzt das Hexende. Hier sind die einzelnen quasi Triggerpunkte. Ihr nehmt halt die Triggerpunkte, die quasi das System quasi ausführt oder halt loslässt. Und die benutzt, schreibt ihr als Funktion. Das heißt, wenn dieser Trigger und auf der Dispatch irgendwann im System quasi getriggert wird, dann ist jeder Programmfluss bei euch in euer Plugin rein. Das heißt, hier läuft es dann hier weiter als Programmfluss. Ist quasi so ein User Fun. Datei. Vielleicht sage ich euch was ganz Einfaches. Wie heißt es? Selbst sag's mir. Easy Joomla Spoiler. Was ganz Banales, was eigentlich nichts anderes macht als. Wieso geht das nicht? Sieht man was? So genau. Ich habe so ein kleines Plugin, Easy Joomla Spoiler. Es macht nichts anderes, als wenn man ein bestimmter Tag im Joomla Content, im Artikel, benutzt mit Spoiler, Bracket Spoiler, dann soll dieser Bereich, der innerhalb des Spoiler-Textes, quasi mit so einem schwarzen Balken überlegen hat. Also was ganz Banales, was richtig Einfaches. Und mit diesem Plugin kann man aber super üben, weil genau da werden quasi, da werden alle Plugins, also die man die Informationen braucht, kann man damit quasi abdecken. Was wir hier haben, im Grunde haben wir nichts anderes. Das ist ein Content-Plugin, deshalb heißt es auch PLP Content und dann der Name des Plugins, Easy Joomla Spoiler, das ist die Namenskombination, sonst findet Joomla das Plugin nicht und führt den Code auch nicht aus. Das heißt, der Name muss schon richtig gesetzt werden, also nach Namenskombination. Und dann nutze ich einfach den OnContentPrepare-Triggerpunkt. Und wie ihr daran kommt, im Grunde ist es relativ einfach, ihr könnt einfach suchen. Ich zeige euch, wo das gesetzt wird. Wenn ihr in die Komponente. Ah, scheiße, ich sehe hier die Komponente nicht. Ist das zu klein, gell? Seht ihr was? So, guck mal, jetzt habe ich. Jawohl, da ist es. So genau. Das ist quasi die Template-Datei, die View, quasi die Content-Ausgabe, die eine Ausgabe der Content-Komponente aufbereitet. Das heißt, vorher wurde quasi das Item geladen, das heißt, der Artikel selber wurde geladen, das ist ein Objekt, das hat verschiedene quasi Parameter, wie zum Beispiel Titel, Intro-Bild, wie auch immer, alles, was quasi zum Artikel selber gesagt wird. Und hier werden bereits viele Triggerpunkte quasi ausgeführt. Und zum Beispiel haben wir den Trigger hier. Das heißt, er wird hier im Ablauf, hier laden wir uns die Content-Gruppen ein. Und das ist die Funktion OnContentPrepare. Das heißt, wenn ihr sowas Dispatcher triggert, das heißt, wenn die Funktion in euer Plugin benutzt, dann bekommt ihr das, was hinten als zweiter Parameter steht, bekommt ihr als quasi als Signatur. Das bedeutet hier, Was macht die Content-Komponente? Die ruft diesen Trigger auf, OnContentPrepare, und dann gibt mir das Item. Und in dem Item sehe ich zum Beispiel Item-Text, ist der komplette Text des Artikels. Und was mache ich in meiner Extension? Ich rufe die Funktion heißt halt wieder, wie der Triggerpunkt heißt, OnContentPrepare. Hier bekomme ich das Item, bei mir heißt es Artikel. Theoretisch könnte ich hier auch Item benutzen, so wie es auch wirklich übergeben wurde.
Und dann mache ich eigentlich nichts anderes als ein bisschen PHP-Magic. Ich prüfe, ob überhaupt dieses Pointer mal gesetzt wurde. Wenn ja, führe ich weiter die Funktion weiter aus. Hier habe ich so einen kleinen regulären Ausdruck. Ich gucke, ob überhaupt diese Spoiler-Spoiler-Syntax gesetzt wurde. Wenn ja, dann wird entsprechend hier ersetzt mit dem Intro-Text oder wie auch immer. Da kann man ja machen, was man will. Und da, genau, was, versteht ihr, was das ist? Warum hier ein Kaufmensch so steht? Weiß das jemand? Sepp, das musst du wissen. Also mit den Zeigern. Zeiger, genau, das ist eine Referenz. Das heißt, was ich, wenn ich hier Sachen manipuliere in dem Objekt, das ich bei G bekommen habe, muss ich es nicht returnen. Also es gibt keinen Return-Punkt, sondern ich manipuliere es im Code, also im Memory quasi Block direkt, wo es auch quasi gesetzt ist. Das heißt, die Referenz ist da, das heißt, wenn ich hier was ändere, dann wird es auch automatisch in der Komponente quasi ankommen. Oder ist bereits dort. So, und was machen wir hier? Bla bla bla. Und jetzt können wir mal gucken, läuft das Ding überhaupt? Muss. Ah, nee, hier wird es nicht laufen. Ich habe sie nicht inkludiert. Genau. So, warte mal, was habe ich jetzt nichts? Wo bin ich hier? Genau, also wie ihr seht, ist es relativ einfach, so ein Plugin zu schreiben. Im Grunde braucht ihr nur zwei Dateien, dann habt ihr schon ein Plugin. Und Plugins sind sehr, sehr, sehr einfach im Aufbau, aber richtig mächtig. Also in Plugins kann man im Grunde fast alles machen. Also sehr, sehr viele Sachen. Das Problem ist natürlich, die Komponenten, die man benutzt, müssen das auch unterstützen. Das heißt, wenn die Trigger keine Trigger gesetzt sind in der Komponente selber, dann könnt ihr natürlich nichts abgreifen. Aber gute Komponenten haben, wie zum Beispiel Core-Komponente, die haben sogar sehr, sehr viele Trigger. Wie ihr seht, eigentlich unnötig viele. Das muss man eigentlich zugeben. Weil hier triggern wir 1, 2, 3, 4, 4 verschiedene Funktionen. Zum Beispiel, wir haben einmal On-Content After Title. Das heißt, wenn man hinter dem Titel noch irgendeine Subline oder so angeben möchte, dann kann man diesen Triggerpunkt nutzen und quasi den Titel erweitern. Oder wie auch immer. Oder On-Content Before Display. Das heißt, wir können theoretisch richtig fein granular im Artikel selber können wir Sachen einschleusen. Genau, wir haben da sehr viele, zum Beispiel, keine Ahnung, Forms-Komponenten, nee, also die haben auch ein paar Triggerpunkte, dass man irgendwie die Ausgaben manipuliert. Und wenn ihr Komponenten benutzt, die keine, dann soll es nicht nutzen, aber ihr bräuchtet halt irgendwie diese Flexibilität, dann schreibt dem Entwickler. Ist ja relativ einfach gemacht, das sind drei Zeilen in der Komponente und dann funktioniert das auch. Und dann kann man es schön erweitern, das macht das System sehr, sehr flexibel. Und deshalb bleibt es einfach geil. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Das ist die Positionierung, die Reihenfolge, die du im Backend festlegst. Das heißt, die Plugins, die als Reihenfolge oben stehen, die werden auch so als getriggert. Richtig, richtig, richtig. Das ist sehr wichtig. Ich habe öfters mal das Problem gehabt, wenn zum Beispiel bestimmte Optimierungs-Plugins vor zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, also diese Self-Plugin, ausführst und dann kannst du zum Beispiel die nicht optimierten Links oder URLs quasi cachen, speichern. Und beim nächsten Reload werden die falschen URLs quasi angezeigt. Das heißt, diese Optimierungsplugins müssen vor dem, andersrum, das suchmaschinenoptimierte URL umschreibt links, muss halt vor dieser Caching, wie auch immer, passieren. Deshalb zum Beispiel sollte man dieses Cache-Plugin, Page-Cache-Plugin, auch ganz nach hinten schieben. Weil sonst speichert man sich irgendeine Zwischenversion und danach wird noch Code ausgeführt, der quasi dann nicht in dieser Zwischenversion ist. Das heißt, Cache-Plugin immer ganz nach hinten schieben. Weil Cache-Plugin ist. Nee, ich glaube, es geht nur mit der Reihenfolge. Also, theoretisch, du bist ja von außen angetriggert, theoretisch hast du keine Möglichkeit, außer du guckst, dass du irgendeinen Triggerpunkt nimmst, der irgendwie ganz am Ende kommt. Das zeige ich euch gleich. Es gibt so eine Auflistung. Plugin-Events heißt es. Moment. Weil da kannst du zum Beispiel, wenn du System-Plugins nutzt, weil die sind sehr heikel, man kann sich auch viel natürlich kaputt machen damit. Die sind halt sehr mächtig. Events, was sind das? Events, wer ist das? Genau. Hier habt ihr auf der offiziellen Dokumentation von Joomla habt ihr auch die ganzen Gruppen, die wir offiziell im Core haben, sind dabei aufgelistet und hier seht ihr auch die ganzen Triggerpunkte. Das ist das Beispiel, was natürlich zum Beispiel bei einem Capture-Plan
macht es ja Sinn, dass man vielleicht on-init, das heißt, man initialisiert etwas. Also man lädt zum Beispiel JavaScript oder wie auch immer, oder Informationen von der externen API. On-display, das ist das, der Triggerpunkt, wo man die Ausgabe generiert, zum Beispiel eine Rechenaufgabe, ein irgendeines Feld. Und on-check-answer ist quasi der Punkt, wo der Request reinkam und man quasi überprüft, ob die Antwort, die quasi reinkommt über so einen Request, ob sie korrekt ist. Und hier fängt man quasi den Request ab und kann entscheiden, akzeptiere ich oder akzeptiere ich nicht. Das ist ein Beispiel für das Capture-Plugin, relativ einfach. Und da sind die Content-Plugin, die ich vorher gezeigt habe, von After Title, wie auch immer. Und ihr seht, man kann ziemlich in vielen Bereichen quasi sich reingucken und die Daten manipulieren, die man über immer bekommt. Und die mächtigsten sind natürlich die System-Plugins. Und das sind die quasi vom System immer ausgeführt werden. Das heißt, wenn irgendein Plugin hat, braucht, oder irgendein, zum Beispiel bei jedem Request soll irgendwas überprüft werden oder eine API angesprochen werden, dann nehmt ihr natürlich ein System-Plugin. Das heißt, das wird immer ausgeführt. Bei jedem Request wird euer Plugin auf jeden Fall getriggert. Wie lange? 20 Minuten. Noch 20? Nur noch? Nur noch? 20 hast du schon. Das geht, mach schon fertig. Genau. So, wir haben ja jetzt in Joomla ab 3.8, wir haben ja schon sehr viel Code geändert. Das heißt, früher hieß es zum Beispiel J-Plugin oder J-Factory, wie auch immer. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr Code angeschaut habt. Jetzt heißt es nur noch Factory, weil wir nutzen Namespaces. Und dadurch haben wir halt diese Kollisionsgefahr nicht mit anderen Third-Party-Libraries, wie auch immer. Das heißt, wenn du zum Beispiel für Joomla, zum Beispiel Factory get User, wenn man zum Beispiel das User-Objekt braucht, dann schreibt man oben use Joomla CMS User und dann kann man im Code selber, in der Klasse dann, kann man dann einfach Factory get User schreiben. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man sich die API mal anschaut und versteht, wie man zum Beispiel das Framework quasi benutzt. Ich zeige euch noch ein Beispiel, welche so ganz wichtige Funktionsaufrufe sind. Die braucht man eigentlich fast immer. Was ihr verstehen solltet, wenn es zum Beispiel dann in Komponentenentwicklung reingeht. So, das MVC ist natürlich ein bisschen schon wichtig zu verstehen, weil wir haben ein Model, ein View Controller. Sagt euch das was? Schon mal gehört? Ja? Genau. Muss ich nichts dazu erzählen? Oder ist schon zu viel? Genau, wie gesagt, also View ist für die Präsentation zuständig. Das Model ist quasi. Macht im Grunde die Datenverarbeitung, Datenbankanbindung, wie auch immer, Request, Speicherung. Und das Controller ist halt die Steuerung der Requests. So, der Request kommt rein, geht über den Controller, im Controller entscheidet man, was man macht, ruft das Model auf, quasi speichert die Daten oder wie auch immer, gibt einen Rückgabewert und der Controller entscheidet, ich leite jetzt dahin und ich leite dahin. Und die View quasi kann dann die Daten aus dem Model direkt abrufen. Das heißt, die Datenaufbereitung die geht direkt über das Model dann. Und natürlich Overrides. Overrides ist natürlich super cool, sagt euch wahrscheinlich allen was. Das ist natürlich die erste Wahl, wenn man bestehende Erweiterungen quasi überarbeiten möchte. Ich nochmal nachfragen, dieses MVC, das ist doch jetzt was die Komponenten betrifft. Ja, das betrifft die Komponenten. Ich bin schon beim allgemeinen quasi, okay. Allgemeinen Ansatz. Genau, das betrifft die Komponenten. Bei Plugins kommt es gar nicht zu und bei Modulen natürlich auch nicht. Weil da hat man meistens eine Helper-Klasse, kann ich auch kurz zeigen. Aber mehr macht man ja nicht. Da haben wir auch nur Einstellklasse. Was bei Modulen natürlich ein bisschen anders ist, Module haben eine Ausgabe. Was Plugins eigentlich nicht haben, aber viele Plugins machen auch eine Ausgabe. Zum Beispiel die Easy Capture, so Recapture, wie auch immer. Das erzeugt ja auch eine Ausgabe, obwohl es ein Plugin ist. Aber normalerweise, die normalen Plugins, so standardmäßig, die erzeugen keine Ausgabe, sondern machen im Hintergrund irgendwas, werken im Hintergrund. Und Module haben natürlich zusätzlich noch einen Template-Folder, einen Template-Ordner, wo noch die Template auch quasi die Template-Datei drin ist. Module sind haben ein paar mehr Dateien, aber im Grunde auch kein Hexen mehr. Was Overrides angeht, wisst ihr, wir haben ja Layouts und wir haben die Möglichkeit, über Overrides sehr, sehr viele Sachen zu ändern, anzupassen. Nutzt ihr Overrides? Kennt ihr Overrides? Wer nutzt keine Overrides? Wer kennt sie nicht? Alle! Okay. Hast du erst gestern mit Joomla angefangen, oder? Ja. Okay. Dachte ich mir. Nee, was natürlich ganz cool ist, wisst ihr, wie man Overrides erstellt? Ganz einfach. Über den Template Manager, habt ihr das schon mal gemacht? Das ist immer schwer, finde ich. Findest du schwer? Ja, total, weil. Ich frage mich immer, wie finde ich die Datei?
Also das ist eine gute Frage, weil darauf musst du noch raus. Dann gehst du nämlich nicht immer dort. Ich weiß. Lange gesucht. Ich weiß, mein Lieber. Merde. Mein Server läuft gerade nicht. Mein Lokal. Auf jeden Fall, wir haben ja auch jetzt seit ein paar Versionen noch mit den Layouts. Das heißt, die ganzen viele Sachen, die eben. Das ist wahrscheinlich das Problem, was du hast. Ja. Weil du hast zum Beispiel die View von der Komponente, aber vieles wird quasi über Layouts quasi reingeladen. Das heißt, Layouts machen natürlich das System noch flexibler, aber man findet die Stellen nicht sofort. Das macht es natürlich schwieriger. Ich zeige dir nachher ein paar Tipps, wie du dann die Sachen finden kannst. Was ich generell zeigen wollte mit den Overrides. Pro 7, was ist denn das? Da war ich noch nie drauf. Ja, passiert den Besten. Geht noch eins. So, jetzt schauen wir kurz. Wenn wir jetzt hier Templates gehen. So, da habt ihr die Styles, die man kann ja von einem Template viele Styles machen, zum Beispiel Farben ändern oder wiederum Bilder, andere Logos machen. Und die kann man dann zuweisen den Seiten. Aber man geht auf Templates, das ist halt das normale, was man auch unter Templates/blablabla sieht. So, jetzt als Fotos da. Und das ist natürlich hier ganz cool gemacht. Du hast Create Templates und da hast du halt die Möglichkeit, die Templates, die Overrides quasi mit Klick zu erstellen. Was früher natürlich ein bisschen umständlicher war, man geht über FTP oder SSH oder HTTP, macht halt /HTML/blablabla. Und hier kann ich zum Beispiel mit einem Klick, kann ich zum Beispiel für das Login, kann ich hier ein Template anlegen. So, jetzt sehen wir, das wurde angelegt. Das heißt, die Templates liegen quasi standardmäßig im HTML-Ordner. Da gucken wir halt im Joomla, ob da irgendwelche Overrides gibt. Und wenn ja, werden die bevorzugt behandelt als die View-Dateien der einzelnen Komponente. Das heißt, die haben eine höhere Priorität. So, jetzt haben wir hier das Mod, Login. Und hier haben wir den Code. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt kein Passwort vergessen anzeigen lassen. Wie auch immer, lösche ich raus, speichere das Ganze und dann ist das gemacht. Und das Coole ist natürlich, das ist update-sicher. Das heißt, wenn im Core irgendwas aktualisiert wird, wenn auch die Datei angefasst wird, dann bleibt das trotzdem bestehen. Das Problem ist natürlich, wenn im Core irgendwas Wichtiges aktualisiert wird, zum Beispiel eine neue Konstante eingeführt oder wie auch immer, eine neue Funktionalität, die fehlt natürlich dann. Dann müsst ihr theoretisch das Override löschen und quasi neu anlegen und nochmal bearbeiten. Aber die Seite raucht nicht ab, wenn ihr ein Update einspielt, weil sollte eigentlich nicht. Deshalb kann aber passieren, wenn hier auf einmal neue Variablen benutzt werden, und eure nicht existieren, die ihr hier aufruft, dann kriegt ihr auch eine weiße Seite oder wie. Also es kann immer passieren, Overrides sind zwar update-sicher, aber die können die Seite trotzdem kaputt machen. Also aufpassen. Entschuldigung? Ja, das kann sein, doch. Ja. Aber ich habe selber noch nicht getestet, also ich weiß nicht. Aber ist natürlich sinnvolle Information. Macht Sinn, ja. Auf jeden Fall, ja, das war unser Fuß. Und man hat natürlich Layouts. Layouts sind, wenn du zum Beispiel guckst, was typisches Beispiel für Layouts ist, ist zum Beispiel bei Joomla der Infoblock zum Beispiel. Hier wo wir sind, wo ist das? Oder bei Content? Okay, das ist halt gut, das geht schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen sehr weit. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Da kann man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Render Field benutzt, also JForm Fieldset Render Field, also so ein Funktionsaufruf, der quasi in der Library quasi existiert, der Funktionsaufruf, da kann man die Ausgabe von diesem Aufruf verändern. Zum Beispiel, der macht eine Standardausgabe Label plus Field. Man kann zum Beispiel sagen, okay, mach Label plus ein Icon oder wie auch immer. Und dann könnte man es auch über ein Layout lösen. Das heißt, man müsste nicht irgendwie selber die Icons irgendwie einfügen, sondern man löst über ein kleines Layout. Hier fügt man das ein und dann wird es bei allen Formfields quasi hinzugefügt. Aber das ist schon ein bisschen weit. Eine Frage noch bei dir. Also, wenn ich da über diese Funktion gehe, mit diesem Create Override, ja. Wird da die ganze Struktur von dem Mod, also alle Files angelegt in meinem alle die in der View. Ja, du kannst sie aber löschen, wenn du möchtest. Also das macht das System nicht langsamer, weil ich meine, du musst ja trotzdem alle
Nee. Oder von dem Nee. Wenn du nur eine wechselst. Ja gut, er weiß ja nicht, welche Datei du anfassen möchtest. Er muss die Struktur natürlich richtig anlegen, so wie Joomla suchen wird. Aber du kannst dann nur die eine Datei lassen und die andere kannst du dann manuell löschen. Okay. Aber im Grunde machst du nicht, nicht schneller. Nicht langsamer. Nee, das macht gar keinen Unterschied. Das sind vielleicht Millisekunden, wenn überhaupt. Der muss ja sowieso den Check machen, weil der Check, auch wenn der Override existiert, wird immer ausgeführt in Joomla. Wenn du keine hast, dann nimmt er halt die andere Datei. Wenn du eine hast, dann nimmt er sie, die Datei. Also der Check kostet. Okay. Also im Grunde nichts. Also. Genau. So. Genau. Das, was du meinst, wenn man Sachen nicht findet, was relativ einfach ist. Ich weiß, was du meinst. Natürlich guckt man zuerst auf die normalen Verdächtigen, zum Beispiel Block, dann guckst du natürlich in Block-View. Musst halt da gucken. Was hilft, sich was zu orientieren, ist, wenn du zum Beispiel eine bestimmte Klasse hast. CSS-Klasse, Block, Underscore, bla bla bla. Dann kannst du zum Beispiel die Joomla in deine Entwicklungsumgebung laden, oder wie auch immer, oder in Grep, oder wie auch immer, auf die Joomla quasi Dateien ausführen und nach dieser Klasse suchen. Das ist meistens, wo man dann irgendwie Sachen findet, wie, keine Ahnung, ich gucke auch in der View, und das Ding ist im Layout versteckt. Aber du findest im Grunde, weil die Ausgabe wird ja irgendwo erzeugt, das ist zum Beispiel so eine CSS-Klasse oder die Struktur der Ausgabe, die ist ja irgendwo dann auf dem Code drin. Deshalb kann es, also was am einfachsten ist wirklich, du gehst einfach dahin. Hier ist das Beispiel. Machst du viel Page-Sort. So, und jetzt suche ich, keine Ahnung, Hits oder wie auch immer. Oder Category Name, wo wird das generiert? Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Layout. Aber wir können es ja mal machen. Wir suchen Category Name, dann gehst du halt in deine Idee. Ah, shit, warte mal, das ist die falsche. Ah, ich muss die andere öffnen. Also, wenn du einen nutzt, du kannst aber natürlich, du musst jetzt keine Idee nutzen, du kannst auch die normale Suche nutzen oder irgendwie einen anderen Editor. Aber jetzt als Beispiel, das ist ja relativ einfach. Das heißt, wir gehen jetzt hier, Find in Path. Also die empfehle ich auch, also da gehe ich noch drauf ein. Und du siehst, es wird oft benutzt. Das wird in vielen Blöcken benutzt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil dieses Category Name ist halt sehr generisch. Das heißt, es findest du in vielen. Zum Beispiel hier sehe ich es in den Views, sehe ich es überall. Dann gibt es auch vielleicht. Das ist zum Beispiel, was ich gemeint habe. Das ist zum Beispiel hier im Layout, Joomla Python Info Block. Wenn du zum Beispiel Parent Category hast, dann musst du natürlich das hier im Layout anpassen. Das heißt, da muss man auch ein bisschen gucken. Also, wie gesagt, es ist nicht immer einfach, die Stelle sofort zu finden, aber meistens findest du es darüber relativ einfach. Also, die meisten Sachen findest du so. Klar, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung hast, dann weißt du ungefähr, wo was produziert oder erzeugt wird oder generiert wird, dann guckst du natürlich gleich dort zuerst nach. Aber generell findest du halt über die Suche eigentlich alles, was du brauchst. So. Genau, jetzt zurück zu den nächsten Komponenten erweitern. War das auch so, dass du eine Komponente ändern möchtest oder so? Oder warum, was hast du genau gesucht? Was sollst du anpassen? Ich wollte Template Overrides machen. Template Overrides? Ja. Für bestimmte Ausgaben, gell? Ja. Und neue Funktionalitäten hinzufügen oder sowas? Das habe ich. Mach mal ein bisschen. Welche machst du? Overrides für Einsteiger. Für was? Einsteiger? Ja, also PHP-Basiswissen ein bisschen. Okay. Und wie man an die Sache so. Da hättest du es vielleicht vorher machen sollen mit dem Basiswissen, glaube ich. Würde gerne. Nein, Spaß. Genau, also geht in den Vortrag morgen. Was ihr machen könnt, natürlich was ganz cool ist, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr bestimmte kleine Anforderungen habt und ihr habt eine Komponente gekauft oder installiert, die fast alles abdeckt, dann könnt ihr auch viele Sachen auch über einen Override lösen. Das ist natürlich nicht sauber, das ist natürlich crappy Code, das heißt, aber ihr könntet die Logik, die Geschäftslogik in das Override einschreiben. Das heißt, ihr könnt theoretisch, was natürlich nicht den Raum hier verlassen, das machen wir kurz aus. Nee, Spaß. Aber ihr könnt theoretisch auch aus dem View heraus quasi auch Daten quasi nachladen oder Datenbankabfragen machen, wie auch immer. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Komplexes habt, aber ihr braucht nur eine kleine Änderung oder Funktionalität, die nicht in der Komponente drin ist und zum Beispiel ihr könnt es nicht über ein Plugin lösen, das ist natürlich die erste Wahl. Ihr guckt, ob ihr. Ha? Gut. Pass auf. Dann könnt ihr natürlich gucken, dass ihr das über ein Template Override löst, dass ihr vielleicht da quasi Sachen manipuliert und die Ausgabe quasi direkt dann quasi verändert. Das ist quasi der letzte Strohhalm. Und wenn das nicht geht, dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr vielleicht mit dem Entwickler irgendwie in Kontakt redet oder selber das Umschalten des Problems. Wenn ihr die Dateien anfasst, dann sind die nicht mehr update-sicher. Und beim nächsten Update dann funktioniert halt der Code nicht, den ihr ändert.
Da müsstet ihr gucken, wenn ihr sowas machen müsst, was ich hoffe, weil das Problem ist, dann verliert ihr natürlich die Updates, die vielleicht sicherheitsrelevant sind. Dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr diesen XML, diesen Update-Server, quasi rauslängt, damit das nicht automatisch aktualisiert wird. Damit ihr nicht überschreitet eure Erinnerung. So. Delle. Warte, was macht er denn? Ja, das geht vorne und hinten nicht, was du mit deinem Phone hast. Warum ist das jetzt auf der Seite? So, wichtige Klassenfunktionen, die kommen fast immer vor. Also wenn ihr irgendwas anfängt zu schreiben, dann stößt ihr meistens drauf, dass ihr zum Beispiel den gerade eingeloggten User braucht. Ihr wollt mal schon überprüfen, ist es ein Administrator oder ist es ein Gast? Dann zeigt bestimmte Informationen nur für einen Gast an, zeigt es nicht für einen registrierten User an. Das sind halt so typische, die man eigentlich fast immer braucht, wenn man API-Programmiert. Was wir natürlich neu haben, sind die Namespaces, das heißt, da muss man sich ein bisschen umstellen, weil vorher konnte man zum Beispiel JFactory benutzen, jetzt muss man einfach nur Factory, aber man muss oben den Namespace quasi reinladen. Sonst weiß man nicht, was Factory ist, weil die Klasse ist ja nicht definiert quasi. Das heißt, ihr macht oben zum Beispiel. Was ich euch jetzt sage, ist natürlich ein heißer Tipp. Genau, ihr könnt immer noch JFactory, JBlablabla nutzen. Es funktioniert immer noch, auch mit der 3.9er, aber ist alles deprecated. Das heißt, ab der 4er wird das nicht mehr funktionieren. Wenn ihr jetzt Code schreiben möchtet, der auch kompatibel zu den neueren Versionen sein wird, solltet ihr jetzt schon anfangen, mit Namespaces zu arbeiten und die richtigen Klassen, die wir jetzt eingeführt haben, zu benutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas Schnelles tippt und mit JFactory, weil viele Extensions sind immer noch mit dem alten Stil. Genau, die werden dann nicht mehr in der 4er funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genug Zeit, jetzt umzuschreiben. Die Änderung an sich, das umzuschreiben, ist relativ einfach. Das geht ratzfatz, wenn man zum Beispiel den Stubs Generator benutzt. Wir haben einen Stubs Generator vorbereitet im Joomla-Projekt. So, was? Wo bin ich? So, der liegt hier im Bild, weil wenn ihr die Installationsdatei runterlädt, dann sind zum Beispiel bestimmte Ordner nicht drin in der Installationsdatei, zum Beispiel das Bild. Das brauchen wir natürlich, um das Paket zu bauen. Aber im Bild findet ihr eine Datei, die heißt Stubs, generator.php. Mit dieser könnt ihr euch quasi eine Datei, PHP-Datei erstellen, die quasi das Mapping für euch macht. Das heißt, JFactory wird quasi extended auf das neue Namespace, auf die neue Klasse im Namespace. Das bedeutet, wie sieht das Ganze aus? Das sieht dann so aus. Dann, wenn ihr das aufruft, dann wird ein Stubs.php angelegt. Und dieses Stubs.php sagt quasi eure Idee, eure Entwicklungsumgebung. Wenn zum Beispiel JLayout Helper benutzt wird, dann extende quasi, dann soll das hier benutzt werden, also diese Klasse. Was natürlich ganz cool ist dann, wenn ihr dann programmiert und ihr schreibt hier zum Beispiel rein JFactory und ihr seht zum Beispiel getUser. So, jetzt seht ihr, das wird durchgestrichen. Das bedeutet, das ist veraltet. Man kann es jetzt immer noch nutzen, aber das fliegt irgendwann mal auf die Schnauze. Das bedeutet, wir gehen hier rein und wir sehen, JFactory wird jetzt auf diese Klasse quasi gemappt. Das heißt, wir nehmen dieses Ding hier, gehen zurück, schreiben oben den normalen Aufruf, use. So, jetzt quasi, wir sagen, wir wollen diesen Namespace benutzen. Das heißt, alles, was in diesem Namespace ist, die Funktionen, die Klassen, können wir direkt im Code benutzen. Das heißt, jetzt mache ich einfach nichts anderes als. Genau. Das heißt, ich schreibe meinen Code so um, jetzt bin ich auf Factory, jetzt ist es nicht deprecated, das wird auch mit Joomla 4 funktionieren. Das ist alles, was man machen muss. Jetzt ist es quasi der neue über Namespaces. Und so kann man auch alle Erweiterungen, die momentan draußen sind, die immer noch nach dem alten Code-System sind, kann man so umschreiben. Relativ einfach Stubs Generator. Funktioniert das Stubs Generator dann nur im PHP Storm oder in jedem? Nee, was du machen musst, du schmeißt das, ich zeig dir, wie das geht, du schmeißt das dann hier rein in den in Libraries. Ich hab's Bild. Includes.
Da, wie ist das? Stars Generator. Und dann machst du einfach im Terminal php-f what includes. Das ist alles. Und jetzt quasi hat er dadurch über PHP und erzeugt diese Stubs-Datei. Und deine Idee wird sofort erkennen, also wenn du NetGibs oder was weiß ich, was machen musst. NetGibs. Das auch. Nee, geht nicht. Ich bin jetzt warm geworden, Digga. Ich habe ja noch eine Pause. Genau, also das sind so typische Sachen, zum Beispiel um das Daten. Also das ist Factory, ist natürlich, dass man für jede Instanz einen Blick hat. Und dann kann man zum Beispiel den aktuellen User reinladen, das Dokument, das heißt, man kann gucken, dass man die Metadateien anpasst. Man kann die Datenbank, das Datenbankobjekt ja laden, da kann man sich Daten aus der Datenbank ziehen. Input ist, steht für Input, Request-Variablen, das heißt, man geht natürlich nicht mit get, past, post oder wie auch immer, nicht direkt über die globalen Variablen, sondern man nutzt unseren Wrapper dafür, der quasi auch validiert und alle sicherheitlichen Aspekte beachtet. HTML-Helper braucht man zum Beispiel für so Sachen wie Modalfenster, für, was gibt es da noch, Unterschriften, all die kleinen Sachen, die bei HTML quasi nachgeladen werden können, Tooltips und solche Sachen. HTTP ist für zum Beispiel Requests zuständig. Man könnte theoretisch natürlich im Code sein, da könnte man natürlich auch Curl direkt benutzen oder was Socket Op Open und wie auch immer. Aber wenn man das hier benutzt, dann prüft natürlich Joomla und macht es halt konform. Also guck, dass wirklich auch alles unterstützt wird, dass das der richtige Händler benutzt wird und wie auch immer. Das heißt, versucht alles Mögliche da an der Framework zu arbeiten, zu bauen. Mail mit Mail kann man verschicken. Text ist zum Beispiel wichtig, wenn man zum Beispiel Sprachstext übersetzen möchte. Wenn man zum Beispiel seine Extension in mehrsprachig machen möchte, dann benutzt man Text, underscore, und dann wird quasi die Konstante aus der Sprachdatei geladen und nicht quasi hardcodiert eingesetzt. Das sind aber so Kleinigkeiten, die lernt man mit der Zeit. Und jetzt kommt natürlich der spannende Teil. Ich habe nur noch 5 Minuten. Entwicklungsumgebung, ganz wichtig. Wir brauchen eine Entwicklungsumgebung. Dann gib mir bitte noch 5 Minuten. Ich bin schnell jetzt. Das heißt, ohne Entwicklung ist ganz schwer. Das heißt, die Entwicklung hilft zum Beispiel bei vielen Sachen. Die ist halt schön integriert. Du kannst direkt Sachen quasi auf die Server laden. Du kannst Auto-Completion hast. Zum Beispiel, ich habe angefangen, JFactory zu tippen. Der hat mir schon vorgeschlagen, was es überhaupt gibt für JFactory. Das heißt, ich muss es mir nicht merken. Ich kann es einfach eintippen. Es macht auch die Code-Style-Formatierung für mich. Das heißt, ich kann es einmal einrichten und es formatiert immer so genau für mich. Ich kann das Projekt dort erstellen, das Projekt damit verwalten. Ich kann Git zum Beispiel integrieren und dann habe ich eine schöne Versionsverwaltung. Also ohne Entwicklungsumgebung lohnt es sich gar nicht anzufangen. Man kann natürlich viele Sachen um der Client zu sublimen oder wie auch immer, Notepad machen. Aber wenn ihr richtig was lernen wollt, was ihr richtig programmieren wollt, solltet ihr natürlich auf eine integrierte Entwicklungsumgebung gehen. Gibt kostenlos NetBeans, PHP. Eclipse gibt es noch, würde ich nicht nutzen. Und das PHP Storm ist halt mein Favorit. Also die meisten Hardware-Entwickler, also hier auch im Joomla-Projekt, nutzen auch PHP Storm. Es kostet zwar was, ich glaube 50, 60 Dollar im Jahr oder so, ich weiß nicht. Einzelpatent-Lizenz, aber das Ding ist wunderbar. Oder ihr könnt das Einstieg benutzen, NetBeans? Ja. Genau, NetBeans ist auch okay, ich habe das ja auch jahrelang benutzt, auch bei. Bitscripte helfen euch danach, wenn ihr zum Beispiel irgendwie so Deployment, also Auto-Deployment habt, da könnt ihr zum Beispiel mit einem Klick könnt die ganzen Dateien rausziehen und quasi eine ZIP-Datei packen. Das heißt, ihr müsst einmal so eine Regel, so eine Datei schreiben, eine Konfigurationsdatei, und mit einem Klick könnt ihr dann immer euren Pakete schnüren. Das heißt, ihr müsst nicht manuell die Sprachdateien rausziehen. Weil das macht man am Anfang, aber danach sollte man es unterlassen. Und jetzt kommt natürlich irgendwas. Genau, was ich dann zum Beispiel mache, wenn ich dann lokal, also natürlich entwickelt ihr lokal. Das heißt, lokale Serverumgebung aufsetzen, weil da kann man natürlich viel cooler, also ist viel komfortabler. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel X debuggen, ihr könnt direkt debuggen. Also, ihr könnt natürlich auch remote debuggen, aber das ist alles umständlich, ihr müsst es konfigurieren. Also lokal läuft das relativ einfach, alles super. Ist auch viel schneller, das heißt, ihr habt es ja direkt auf dem File, ihr müsst es nicht erst auf den Server übertragen. Was ich natürlich mache, ich ohne Beispieldateien, das heißt, ich habe eine blanke Joomla-Installation, dann könnt ihr den Debugger aktivieren, den Joomla-Debugger. Kennt ihr ihn? Kennt ihr die Ausgabe unten? Was ihr da alles rausbekommt? Das heißt, wenn ihr den aktiviert, dann habt ihr hier so eine Ausgabe. Und die ist sehr praktisch, wenn ihr programmiert, dann findet ihr, seht ihr halt verschiedene Sachen dort. Zum Beispiel, ihr könnt gucken, wenn ihr zum Beispiel was geschrieben habt und der nutzt den After-Dispatch und auf einmal steht da irgendwie 10 Sekunden, dann stimmt irgendwas am Code nicht. Das heißt, ihr könnt daran sehen, okay, was wird verarbeitet, wann, in welchem Triggerpunkt. Das sind die einzelnen Triggerpunkte. Das ist vom System.
Da gibt es auch unerwarteter Content, was ihr da vorhin gesehen habt und so weiter. Das sind die ganzen quasi Punkte, die das System abbricht. Und hier wird schön aufgelistet, was ihr dann quasi verbraucht habt, wie viel Zeit es gebraucht hat. Und da kann man auch solche Bottlenecks rausbekommen und rauswählen. Dann den Memory-Verbrauch, dann welche Datenbankabfragen gemacht wurden. Und das ist ganz fein, wenn man das System analysieren möchte, dann findet man viele Sachen, die man besser machen kann. Genau, und Messages, wenn zum Beispiel etwas protokolliert wurde, man kann auch zum Beispiel seine eigene Extension Log, wie heißt das bei uns? Joomla Log, irgendwie so, Log Everything. Und dann wird es natürlich auch dann hier angezeigt und man kann zum Beispiel so dahin, Fehler protokollieren oder irgendwie Resultate von bestimmten Anwendungen protokollieren. So. Und genau, Entwicklungsumgebung, natürlich sollte man den Level natürlich auf Maximum setzen, damit man auch wirklich alle Fehler mitbekommt. Und natürlich auch Logs überprüfen, was die Logs, in Logs geschrieben wird, über PHP, über Apache. Und dann, was ich mache, zum Beispiel, sind, ja, ich sehe schon das rote Schild, hör auf. Die Limits hochsetzen, also mal programmieren, aber natürlich sollte man so eine Realbedingung testen, das heißt, die Limits wieder auf normal stellen, also nicht unendlich Zeit, Timeout und wie auch immer. Ganz wichtig, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wie Spieldebugger aktivieren und wirklich lernen zu debuggen mit Breakpoints. Und damit kann man schön im System quasi den Fluss folgen, wo das System quasi reinguckt, wie das System quasi überhaupt funktioniert. Nur so lernt man eigentlich wirklich, wie Joomla funktioniert, was überhaupt getriggert wird. Ganz wichtig, und es ist relativ einfach, zum Beispiel auf PHP Storm oder mit NetBeans nutzt, kannst du Xdebug aktivieren, ist quasi eine Einstellung in der Bini und danach hast du quasi Haltepunkte und dann kannst du den Programmfluss quasi ablaufen. Und das ist ganz cool, dann siehst du überhaupt, was deine Extension macht überhaupt und sozusagen. Dann lernt man das wirklich was. Und was ich mache, ist halt pro Projekt mache ich immer nur eine Joomla-Instanz. Und ja, damit es halt nicht irgendwie Wechselwirkung gibt, sondern damit ich wirklich weiß, dass das funktioniert. Genau. So. Ich glaube, das ist so fürs Erste. Habt ihr Fragen? Wie ist es denn in der Barclay? Nee, konkrete Fragen jetzt. Welche Joomla-Version ist diese Umstellung mit Factory? Das war 3.8. Ab 3.8. Aber es lohnt sich jetzt schon, weil wir haben ja so einen Namen. Genau, da wurde es eingeführt und da war das Problem. Am Anfang haben wir die Stubs nicht gehabt und dann hat die Entwicklungsumgebung keine Vervollständigung mehr gemacht. Weil das Mapping nicht existiert hat, diese Vererbung. Und das war. Genau, JText ist jetzt Text geworden. Genau. Aber du musst natürlich dann den entsprechenden Namespace oben einladen, use, bla bla bla. Genau. Come on. Das war noch ein bisschen chaotisch, aber naja. Ich muss halt viel rausnehmen, ich habe keine Zeit gehabt. Dann machen wir einen Workshop daraus und dann haben wir 2 Tage Zeit und dann kann man viel zeigen.